Ist denn heute schon Montag? Nein, heute ist Donnerstag. Ja, hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir schon wieder. Diesmal nicht am Montag. Sondern, also erstmal hier der Matze und hier drüben der Lutze. Sondern wir sind etwas verwirrt, ob unser neues Format ist, was wir aufgelegt haben. Schaufenster zum Donnerstag. Es geht bald vorbei mit Corona. Und wir hatten jetzt so viel Zeit und haben uns so in die Videotechnik eingeübt, dass wir auch am Donnerstag jetzt zusätzlich noch eine Sendung präsentieren. Ja, eingeübt ist gut. Ich habe schon wieder ein neues Programm. Ich muss erst mal testen. Toll. Und können natürlich demnächst auch vor dem Wochenende berichten, was es am Wochenende geben wird. Und die Ergebnisse dann immer zum Montag. Genau. Und das Neueste aus Borgheide ist natürlich, dass die Gemeinde hat Geld ausgegeben mit Unterstützung von Firmen. FDM Service hat natürlich Geld mit dazu gegeben. Ich glaube, die anderen Firmen auch. Die haben richtig Geld ausgegeben. Ich weiß gar nicht, wie viel Fördermittel dafür gab. Aber weil wir im Winter gesehen haben, dass Borgheide Langlaufpisten, Skipisten richtig gut laufen. Ich war ja auch immer unterwegs. Ja. Hat sich die Gemeinde gedacht, dass sie den Ort hier doch zu einem Winter-Ski-Langlaufort machen könnten. Berge haben wir nicht zum Rodeln und dergleichen mehr, aber Langlaufpisten durch den Wald, richtig gut und gesund. Und da wurde durch den Kontakt über FDM auf ausgewiesenen Flächen dann für Skilangläufer eine Technik angeschafft, die es uns ermöglicht, Schnee zu erzeugen. Wie nennen die sich? Schneepistolen, ne? Ja. Ja, Schneekanonen heißen die Dinger. Schneekanonen. Und ihr könnt es ja auch sehen. Wir haben hier schon ein paar Bilder. Wir konnten das Ding im Testlauf erkunden. Hm? Wir haben hier mal ein paar Bilder gemacht, wie diese Schneekanonen funktionieren und was die da so richtig raushauen. Und die fahren dann mit Fahrzeug dann die Pisten ab und ja, machen richtig, richtig schöne Schneelandschaft. Geht allerdings anfangs nur auf den Waldwegen. Anfangs auch nur kleine Strecken. Genau. Und dann ist es natürlich für ausgewählte Leute erstmal möglich, dort Loipen zu legen. Und dann kann man dort richtig schön Skilanglauf machen. Vorerst aber nur am Wochenende. Wie Schnee oder was? Nee. Ja. Ja? Das stimmt, das muss ja auch mal wieder erholt werden. Du hast recht, genau. Und dann kann man natürlich dort seine Bahn ziehen, wer dann natürlich gerade im Sommer, weil es funktioniert wohl auch im Sommer, habe ich gehört, aber nur am Wochenende, muss dann gleich hinterher sein oder so. Da muss man sich auch ordentlich eincremen, also nicht, dass man sich da einen Sonnenbrand holt oder so. Jo, das ist zu dem Thema. Dann gibt es noch ein Thema zum Thema Wald, weil Waldgemeinde, pass auf, der Bürgermeister hat doch mal gesagt, Waldgemeinde, jetzt geht schon das Licht aus hier. Waldgemeinde ist nicht mehr, weil hier wird ja überall gebaut, aber die hat eine neue Idee. Denn seit langem ist ja bekannt, dass das Flugfest nicht mehr wie gewohnt mit Fliegern und Rundflügen stattfinden kann. Und das ist eine derart unbefriedigende Situation für den Ort Borgheide. Allein schon mit dem Hintergrund des Fliegers Hans Grade hier in unserer Geschichte. Ließ jetzt in der Gemeinde umdenken und ein Teilstück des Waldes wird jetzt zum neuen Flughafen umgebaut. Und dazu könnt ihr auch hier direkt die Worte des Bürgermeisters und der zuständigen Personen hören. Ja, herzlich willkommen, liebe Borgheiderinnen und Borgheider. Wir befinden uns hier in einem Nochwald von Borgheide. Wir haben hier eine ganz große Neuigkeit. Borgheide hat beschlossen, den Flugplatz wieder zu reaktivieren. Und wir freuen uns, dass die Gemeindevertretung hier vertreten durch den Ortsbürgermeister Herrn Kreibig und Mika hier vor Ort ist und uns zeigt, wo die Hallen, die Flugzeughallen hinkommen. Und wir haben tatsächlich, auch wenn mit Bauchschmerzen, den Michael Lenz dazu überzeugen können, die Bäume hier zu fällen, weil wir das ja hier alles asphaltieren müssen. Und die Nähe zu Berlin bringt uns natürlich den vorteilhaften Genuss, hier einen Flugplatz für die Berliner Urlauber und Touristen herbauen zu können. Lieber Bürgermeister, wie kommst du dazu, hier den Wald abholzen zu lassen für ein Flugzeug? Ja, weil der BER nicht geklappt hat, haben wir uns gedacht, wir machen es hier. Ja. Und wahrscheinlich schneller. Finde ich gut, aber die Kosten, kriegen wir dafür eine Förderung? 70%. 70% Förderung. Ja, ja. Letztendlich habe ich mich zwar mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, aber letztendlich bin ich ja nur Dienstleister für die Gemeinde und muss natürlich den Beschluss der Gemeinde an der Stelle umsetzen, auch wenn es mir Bauchschmerzen ehrlicherweise bereitet, muss ich mal so sagen. Würdest du den Flugplatz nutzen mit? Nein, wenn ich verreise, dann mit den öffentlichen bzw. Bus, Bahn, Schiff und so weiter, um die Flüge so weit wie möglich auszuschließen, und wenn, dann werden sie kompensiert. Okay, gut. Vielen Dank für euer Statement. Ja. Ja, super. Ich finde ich ja gut. Ich weiß, der Herr Lenz ist ja so ein Mensch, der so gegen diesen Waldumbau eigentlich ist, aber der hat das natürlich super mit unterstützt, weil auf diesen Flächen sollen ja dann irgendwie Lagerhallen, Flugplatzhallen, Flughallen und dergleichen mehr raufkommen. Dadurch entsteht halt der Waldumbau, also
gut, weit kommt da weg, wird halt ja, aber Hallen und dergleichen hergemacht. Ja. Kann man ja auch. Ich denke mal, man kann auch Elektromobilität fördern. Es gab ja auch schon dieses Flugzeug, was mit Solarenergie auch einmal um die Erde geflogen ist. Also auch da wird es sicher innovative Techniken geben, die sich ansehen. Ja, aber da geht es ja eher darum, dass jetzt die Besucher, die hier zum Beispiel nach Berlin, Potsdam und so wollen, die haben die Möglichkeit, halt vom Flugplatz direkt zum Bahnhof zu gehen und können gleich in die Stadt fahren. Also das ist natürlich ideal hier bei uns. Wir haben die Bahnanbindung schon. Perfekt. Ja, und funktioniert wirklich gut. Jo, und dann gibt es noch ein drittes Thema und das betrifft uns ja alle im Moment. Und auch dort gibt es eine Weiterentwicklung, weil Deutschland ja nicht dritte Weltland ist, was Internet und dergleichen mehr angeht, wissen wir ja selber. Und da steht drin, dass zum Beispiel, es gibt ja jetzt Internet. Lass, guckst du dir mal an hier im Film. Ja, gucken wir uns einfach mal den Film an. Sag mal, Matze, hast du einfach die Info auch gekriegt? Das soll jetzt ja möglich sein, weil wir die Inzidenz hier runterbringen wollen, dass man sich mittlerweile online testen lassen kann. Und, was ich gehört habe, auch selbst impfen, weil es gibt ja diese Internetärzte, wo man mit Kamera sich untersuchen lassen kann. Und der kriegst du begleitetes Impfen. Nicht nur das, du kannst ja auch Insulin spritzen und Thrombose spritzen. Genau, ja, kannst du selber setzen. Und da haben sie gesagt, das funktioniert mit diesen Corona-Impfen auch so. Du hast eine ärztliche Kontrolle über Monitor. Ich habe mich ja beim Amt angemeldet. Also es gibt über das Gesundheitsamt, konnte ich mich registrieren. Ja, okay. Und du kriegst dann hier so ein Testkit zugeschickt. Da hast du hier die Spritze drin. Und dann hast du hier diese Nasenstäbchen. Dann musst du natürlich vorneweg bei diesem Test ganz normal, wie auch hier, hast du diese Flüssigkeit drin, in die das geht. Und erst Und erst mit dem erfolgreichen Testen über dieses Testkit darfst du dir danach diese Spritze verabreichen. Die wird intramuskulär verabreicht. Kannst du also Oberschenkel nehmen, Oberarm, je nachdem. Oder deine Frau macht das. Ist das AstraZeneca oder ist das BioNTech? Der Impfstoff ist in diesem Testkit noch nicht drin. Das ist nur das Testkit und es ist vorbereitet, damit man sehen kann und vorstellen kann, wie das funktioniert. Mhm. Ja, ich packe das jetzt wieder schön zusammen. Wenn das am Ende geliefert wurde und alle Haushalte hier in der Region durch das Gesundheitsamt angeschrieben wurden, also die nehmen natürlich aus der Datenbank die raus, die schon geimpft wurden, kann man sich dann unter ärztlicher Anleitung direkt im Video, gibt es eine Internetseite, wo man sich dann verbinden kann über Zoom etc. oder über Microsoft Teams geht das auch, kann man sich mit dem Gesundheitsamt und einem Arzt vor Ort zusammenkoppeln und kann die Impfung direkt zu Hause vornehmen. Natürlich nach erfolgreichem Test. Mhm. Tolle Sache. Werde ich machen. Dann ist ja die Impfung müsste ja bald durch sein. Wenn die Leute sich selbst impfen können, brauchen sie erstmal nicht mehr in die Impfzentren. Und wenn genug Impfstoff da ist, natürlich. Okay, na dann. Gut Impf, oder wie heißt es? Ja. Gut. Tschüss. Du hast dich schon geimpft, ne? Es gibt auch einen Verbandspack dazu, wenn es funktioniert hat. Du hast dich schon mal impfen lassen, ne? Wie war das jetzt so durch den Internetarzt? Vollkommen easy. Ja? Und hast du jetzt nicht Angst gehabt, dass du dir das nicht richtig hinkriegst? Ich habe keine Angst. Bin da. Bisschen verrückt bist du aber schon. Ja, natürlich. Ich hätte es noch nicht gemacht, aber okay. Ja, aber wer das möchte und sich zutraut, der kann sich natürlich mit Hilfe eines Internetarztes mittlerweile selbst impfen. Das spart uns natürlich die Zeit, zum Arzt zu gehen und in die Impfzentren zu marschieren. So. Und auch die Testzentren. Jo, das war's für heute wieder. Im Prinzip, Wetter gibt's nicht. Ich hoffe mal, dass wir demnächst auch mehr Donnerstage haben, wo wir dann auch Richtung Veranstaltung wieder ein bisschen berichten können. Zum Beispiel das erste Skiturnier. Okay, das war's. Rund um Borkheide. Also, ich hätte schon gesagt, wie immer hier vor der Kamera, aber nicht am Donnerstag, es war der erste Donnerstag. Wir schauen, was wir sonst noch draus machen. Der Matze und der Lutze. Und bis tschüss. Montag. Ciao, ciao.